Also mein Name ist Julia Sommer, ich komme von der Goethe-Universität in Frankfurt und genau, ich leite das Zentrum Naturwissenschaften, bin aber selbst Biologin und berichte euch jetzt von meinem Lehrformat im Bachelor Biowissenschaften. Ich unterrichte da im zweiten Semester in einem großen Grundständigmodul. Die Studierenden haben einen Tag Praktikum und eine Vorlesung jeden Tag zum Botanik. Und üblicherweise ist es so, dass obwohl die Vorlesung quasi der Vorbereitung des Praktikums dient, die Studierenden, die Kursleiter nochmal fast eine halbe Stunde im Praktikum die wichtigsten Inhalte wiederholen. Und die Studierenden dann nicht besonders aufmerksam und auch nicht vorbereitet sind, da sie ja wissen, sie kriegen es eh nochmal vorgekaut. Ich habe das am Anfang so gemacht wie meine Kollegen, war aber sehr unzufrieden damit, weil eigentlich sollte das Praktikum Praktikum sein und nicht nochmal eine kleine Vorlesung darstellen. Mein Ziel war also, mehr Zeit fürs Praktikum zu haben, aber auch Studierende, die tatsächlich vorbereitet sind. Und habe mir auch gewünscht, dass ich eine bessere Transparenz habe. Sind sie wirklich vorbereitet und was lernen sie denn eigentlich? Also kommt das an, was wir ihnen vermitteln wollen? Deswegen habe ich das Just-in-Time-Teaching, was ja eigentlich für Vorlesungen entwickelt wurde, ich glaube, aus der Physik kommt, versucht zu übertragen auf dieses Praktikumsformat, in dem ich da unterrichte. Und habe aus dem, was ich früher in Folien auch präsentiert habe in der Vorbesprechung, in ein Online-Lerntool, wir haben die Lernbar da in Frankfurt, quasi zusammengestellt und für jeden Kurstag so eine Lernbar erstellt und in OLAT hochgeladen. Man kann das als SCORM-Inhalt in OLAT einbinden, sodass ich meinen Kurs quasi dort auch über OLAT organisiert habe. Das heißt, die Studierenden mussten sich das anschauen, da drin Fragen, so kleine Tests machen und wichtig war, dass sie mir auch ein Feedback geschrieben haben, also jedes Mal zu ihrem Lernerfolg, zu Fragen, die sie vielleicht noch haben, mit was sie noch nicht so klar gekommen sind. Und meine Aufgabe war dann jeweils einen Abend vorher, mir das anzuschauen. Also wie haben meine Studierenden abgeschnitten und was sind gerade so die Punkte, die ich nochmal aufgreifen sollte. Also so kann das zum Beispiel aussehen. Man sieht eben die Studierenden, haben sie das bearbeitet und wie viele Punkte haben sie erreicht. Wichtig ist, die Punkte, die sind nicht wichtig, dass sie also für das Bestehen des Moduls oder eine Note, nur dass sie überhaupt zugelassen sind zum Praktikum. Dafür müssen sie es zumindest bearbeitet haben, ja, egal wie viele Punkte sie gemacht haben. Genau, und das hat dann tatsächlich bedeutet, dass ich wesentlich kürzere Vorbereitungszeit oder Vorbesprechung habe, wirklich nur noch erzähle, was zum Objekt und nochmal aufgreife, wo vielleicht noch mehr Material ist, was ich nochmal anschauen können. Man kann die Fragen ja auch online dann in dem OLAT beantworten, die von den Studierenden kommen. Ich habe mir außerdem überlegt oder ich wollte wissen, verändert sich das Lernverhalten meiner Studierenden und wie verändert sich das Lernverhalten? Und habe mit einem Fragebogenerhebung gearbeitet. Das heißt, ich habe vor dem Kurs und nach 6 Wochen einen Selbsteinschätzungsfragebogen ausgeteilt zu dem Lernverhalten, das auch in einem Parallelkurs gemacht, der ohne Just-in-Time-Teaching funktioniert, also quasi mit einer Kontrollgruppe. Ich habe das Inventar benutzt von Wild und Schiefele, das ist auf 3 Kompetenzebenen Lernstrategien abfragt, kognitive, metakognitive und zum Ressourcenmanagement beim Lernen. Und das Ergebnis war, dass in meinem Kurs sich über die 6 Wochen das Lernverhalten in der Selbsteinschätzung jedenfalls in allen Items verbessert hat, außer bei Lernen mit anderen, das ist ganz hinten, wo der letzte Item, da hat die Kontrollgruppe sich tatsächlich verbessert, im Gegensatz zu meiner. Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht sehr erstaunlich, weil gemeinsam lernen mussten meine nicht. Die waren ja eigentlich gezwungen, am Computer die Lernbar sich anzuschauen, die Fragen und das Feedback auszufüllen. Das heißt, die haben sich zur Vorbereitung eher nicht mit anderen Studierenden zusammen hingesetzt. Insofern ist es kein so überraschendes Ergebnis gewesen. Außerdem habe ich abgefragt, wie viel Zeit sie für die Vorbereitung verwendet haben in beiden Settings. Und man sieht hier, dass in dem Blauen, das ist meine Gruppe, die ungefähr 2 Stunden, ein paar auch weniger gebraucht haben, aber die wenigsten mehr. Und in der Kontrollgruppe streut das sehr viel stärker. Die haben sogar dann Teil über 5 Stunden angegeben. Das heißt, ich würde auch sagen, man braucht 2 Stunden und die sind ziemlich gut erfüllt worden für die Vorbereitung. Also insgesamt ist mein Fazit, dass die Vorteile auf jeden Fall überwiegen. Was man sich überlegen muss, ist der Zeitaufwand. Wenn man tatsächlich einen Online-Lerncontent erstellt, ist es beim ersten Mal natürlich schon zeitaufwendig und man muss ziemlich kurzfristig den Kurs vorbereiten. Und wenn es ein gutes Skript gibt oder so, muss man auch nicht unbedingt wirklich selbst was erstellen. Es kommt dann drauf an. In meiner Conclusio sind die Ziele erfüllt worden. Was ich am besten finde, ist, dass ich eine größere Transparenz habe und mit den Studierenden auch wirklich einzeln kommuniziere. Das sind zwischen 30 und 50 Leute im Kurs. Und ich wirklich mehr
Beziehung sozusagen aufbaue. Also insofern kann ich es allen, die in so einem oder ähnlichen Format arbeiten, empfehlen, es auszuprobieren.